So Leute, weiter geht's mit 007 Nightfire, und zwar Nachtschicht. Yippie. Naja, das ist eine Mission, die relativ leicht und schnell geht. Mit Alex Kodak und Kenward sollten sie in das Phoenix-System kommen, aber sie werden mittlerweile alles abgeriegelt haben. Mit der richtigen Ausrüstung kann man überall eindringen. Während Sie so beschäftigt waren, 007, war auch das Q-Labor nicht untätig und hat weitere nützliche Dinge in Ihrem Inventar deponiert. Betäubungspfeile für ungünstig postierte Wachen. Ein Decoder, um sich in Computer, Zahlenschlösser, Aufzugsteuerung etc. einzuklinken. Und schließlich der Q-Wurm. Q? Es ist eine Dame anwesend. Schleusen Sie diesen Virus in eines der Computerterminals ein. Der Wurm ermöglicht dem MI6 die Überwachung Ihrer Systeme. Bitte bemühen Sie sich, diese Ausrüstung intakt zurückzubringen. Bitte nur ein einziges Mal. Q, Ende. James, die Zeit drängt. In einer halben Stunde ist Wachwechsel. In der Lobby. Ich gebe Bescheid, wenn sich etwas Verdächtiges auf der Straßenebene tut. Diese Frau ist die einzige, mit der James noch nicht geschlafen hat. Und glaube auch nicht schlafen wird. Aber das werden wir nicht mehr nutzen, die Waffe. Wir hauen den Leuten einfach ein paar aufs Maul. Ist nämlich sauberer. Ja, nicht unbedingt sauberer, aber immerhin haben wir damit die Gelegenheit. Halt's Maul. Damit tun wir die auch sofort ausschalten, weil die Betäubungswaffe ist Wer ist da? Niemand. Weil die Betäubungswaffe alleine wie soll ich sagen? Die sorgt auch dafür, dass sie schlafen, aber sich nicht auflösen. Also mit anderen Worten, die sind dann halt, wenn wir sie K.O. schlagen, sind sie komplett weg und stören uns halt nicht, wenn wir weiter rumgucken. Aber diese Mission geht halt sehr schnell. Seht ihr? Ich habe noch nicht mal 3 Minuten dafür gebraucht. Das geht relativ fix. Also ich schätze jetzt, also unter 15 Minuten werden wir definitiv kommen. Wenn wir Glück haben, sogar unter 10 Minuten. Aber ich werde dann nicht noch eine Mission extra machen. Ist nichts. Löst den Alarm aus. Kein Fall. Ja, ich jag diese Leute jetzt nicht oder so. Ich habe auch nicht mehr im Kopf, wo die überhaupt alle sind. Gib Alarm! Nein, nichts mit Alarm, Mann. Stört mich nicht. Ich will hier nur Prüfvorgang in 3 Minuten hier machen. Abgeschlossen. Rasierer. Der Rasierer ist, wie ich im letzten Part schon gesagt habe, ist halt nur dafür da, dass man Gegner blendet. Das ist wie eine Blendgranate. Manchmal sage ich auch Betäubungsgranate, aber es stimmt nicht so ganz. Damals, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, war das Problem, ich habe dies nicht benutzt dieses für die Zeilencode und bin dann wie ein Blöder nämlich hier durch das gesamte Gebäude. Vermutlich hört man jetzt den Hund im Hintergrund. Die Integritätsprüfung wurde abgebrochen. Das Lasersystem der Büroebene ist aktiviert. Bin für längere Zeit auch nicht drauf gekommen, dass ich das hier so benutzen muss. Aber egal. Fragen, wenn uns dieser Laser erwischt, kommen halt nur diese Geschütze aus der Decke hervor.
und knallen uns ab. Ich bin auch ganz froh drüber, dass die das nicht so gemacht haben, in den höheren Schwierigkeitsgrad, wenn man diese Leute K.O. schlägt, dass da die Mission gescheitert ist. So. Die Person haben wir doch gekannt. Komm runter. Wir müssen jetzt mit dem Aufzug hochfahren. Wie schön das aussieht. So stelle ich mir Tokio vor. Hohe Hochhäuser. Immer blinkt's schön. Ah, und da ist unser Aufzug. Ach, ich muss gleich wieder husten, ey. Ich versuche das die ganze Zeit zu unterdrücken, Leute. Aber wenn das mal rauskommt, kann ich nichts dafür. Und hoch geht's. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht irgendwie die Zeit die Woche nutze zum Aufnehmen, dann... Ich habe auch für die, die es interessiert, auch sehr lange Schule. Bin sehr spät zu Hause und da ist man halt gestresst. Und dann denkt man nicht nochmal ans Aufnehmen oder so. Ach, da hinten ist ein Icon, das nehme ich einfach mal mit, einfach weil ich es kann. So, was werden wir als erstes machen? Wir werden erstmal ins Büro gehen. Und tun den Q-Wurm in Mayus Computer einschleusen. Einspeisen. Wie auch immer das man nennen möchte. So. Oh, Raketenwerfer. Mayu. Ich würde auch gerne die Samurai-Schwerter nehmen. Aber offenbar darf ich das nicht. Abgeschlossen. So. Ne, noch nicht. Vielleicht werden wir die auch umgehen. Frag mich nicht, wieso wir dafür ein 007-Dings bekommen. So, 1, 2, 3. Was ist denn da oben los, James? Auf der vorderen Straße wimmelt es nur so von Sicherheitsleuten. Mach dich jetzt mal nicht ins Höschen. Jawohl. Einer meiner Lieblingswaffen. Das habe ich mir schon zusammengereimt, als der Helikopter deines Freundes mich fast vom Gebäude geschnipselt hätte. Ich verstehe es nicht. Drake könnte Mayhew Safe ohne das Kennwort nicht öffnen. Und er wette, die Nightfire-Dateien keinesfalls überlassen. Diese Treppe führt direkt zum Dach. Du wirst dort im Hubschrauber einen Fallschirm finden. Das ist deine einzige Chance zu entkommen. Dominique, wenn Drake dir auf die Schliche kommt... Glaubst du, du bist der einzige Spion, der sich jemandes Vertrauen erschleichen kann? Bitte, James, geh jetzt. Oh, die haben schon ein bisschen mehr drauf. Wir nutzen einfach. Ah! Ja, danke. Danke. Das so war das nicht gedacht, Leute. Diesmal kommen wir doch über 10 Minuten. Oh, ich hätte es auch anders machen können, einfach durchrennen können und Fallschirm packen und runterspringen. Egal, Leute, egal. Mann, mach mich das jetzt wieder sauer etwas. Das haben wir schon gesehen. Komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. So, ab nach oben, Junge. Komm. Ach, Leute, oh Mann. Ach. Und vielleicht kriegen wir wieder Silber und dann habe ich auch nur Silbermedaille vorher schon gehabt und fehlen nicht mehr 4 Punkte bis zum, dass ich Gold gehabt hätte oder so.
wie bei Doppelkreuz im letzten Part unbedingt anschauen, wer es noch nicht getan hat. Die gleiche Prozedur wie eben. Erst ins Büro gehen und dann diese scheiß Sicherheitstür öffnen. Ab rein. Nein, du machst auf. Eins, zwei, drei und nichts wie raus. Wo? Hä? Prüfvorgang in 2 Minuten abgeschlossen. Ach, Mann, ey. So viel Zeit haben wir noch, um die scheiß Schutzweste zu holen. Diesmal werde ich sie so abknallen, weil es bringt ja nichts, wenn wir mit den scheiß Raketenwerfer schießen, dass ich da ganz einfach nichts gebacken kriege, weil sie auf die scheiß Raketen schießen. Oh, ich habe den sogar noch getroffen. Vielleicht kriegen wir das Icon noch. Warte mal. Noch mehr. Nein. Oder? Ey! Oh. Ja, die Waffen können wir da liegen lassen. Splittergranate haben wir bekommen. Und nichts wie runter. Für die Leute, die es interessiert, ist es egal, von wo man von Dach runterspringt. Hauptsache man hat den Fallschirm. Tut mir leid, so hereinzuplatzen. Aber würden mich die Damen vielleicht ein Stück mitnehmen? James Bond und seinen Charme. Gold. Aber, nee, ich hab nichts, oder? Nee, ich hab schon Gold, ja, stimmt. Ja, okay, ich hab mich gerade nicht so blöd angestellt. Also, Platin wäre nicht undenkbar. Nächste, Map. Kettenreaktion, das wird schon um einiges schwieriger. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ihr im nächsten Part wieder einschalten würdet. Haut rein, lasst ein Däumchen da, ein Abo, empfehlt mich weiter, positive Kommentare wäre auch nicht schlecht. Ja, dann haut rein, Leute, und ciao.